Mach's einfach. Was ist denn los? Ich bin am Start. Was hältst du davon mit der Scheiße? FMA ist eine rassistische Scheiße. Ganz wichtig, ne? Bevor das Video anfängt, alle Links in der Videobeschreibung abchecken. Twitch, YouTube, Instagram und alle anderen Erotikseiten, ne, auf denen ich auch noch drauf bin. Abchecken, Afrika wird groß. Jo, was geht ab? Michael am Start. Wir selber, wir ziehen durch, wir haben Hunger, wir sind aggressiv. Ne? Und wir sind Leute, Bruder, die sich alles holen, was die Welt zu bieten hat. Also Könige. Und zwar, Bruder, wir gehen rein in Was wäre wenn, ja? Ich habe vor ein paar Tagen gesagt, yo, ich habe irgendwelche Was wäre wenn Fragen auf Insta, so. Ein paar Kollegen haben es gemacht und wir gehen direkt rein. So, der erste Bre, Nico, fragt, was wäre, wenn du in der Welt von Attack on Titan wärst? Was wäre, Bruder? Zwei Dinge. Erstens, Bruder, mit Glück, weißt du, würde ich versuchen, mit Levi in Kontakt zu kommen, mich bei dem einschleimen, weißt du, so ein bisschen einschleimen und dann zusammen mit dem der beste Mensch werden, weißt du? Mit Levi und Erwin, Bruder, an der Front kämpfen, Bruder, weißt du? Alle Titanen jagen. Oder ich habe Pech, Bruder, und Titanen kommen und reißen mich auseinander, Bruder. Die essen mich auf, Bruder, wie ein KitKat, weißt du, ich meine? So, hoffe natürlich, das Erste passiert. Ich habe keinen Bock, ein KitKat zu sein. Stell dir vor, ein Titan behandelt mich wie ein Maxi-King, Bruder. Oder wie ein Toffifee, weißt du, meine? Dafür habe ich keine Zeit. So, weitere Frage. Was wäre, wenn du nie wieder ins Internet dürftest? Was würdest du den ganzen Tag machen? Bruder, mein erster Danke war direkt Beruf. Spaß, Digga. So, ne? Wir selber, ne? Duisburg, Vulkanstraße. Ich bin der Boss davon. Na, aber ehrlich, was ich den ganzen Tag machen würde? Ich würde, denke ich mal, ja, Bücher lesen, Bruder, ja? Ich denke, Bücher. Mit Glück habe ich auf Netflix schon ein paar Dinge runtergeladen. Oder auf irgendeiner Manga-Seite oder Anime-Seite ein paar Anime-Folgen runtergeladen. Aber wenn ich das nicht gemacht habe, dann würde ich, denke ich, mal Bücher lesen, ja? Einfach Bücher. Und trainieren, schlafen, essen. So. So, der Bre Sami hat viele Fragen gestellt, Digga. Ich suche mir einfach mal zwei aus. Und zwar, erste Frage, würdest du lieber einen mit Abos haben, aber dafür keine feste Community? Oder so, wie es jetzt ist? Bruder, ich möchte 1 Million Abos haben und eine Facebook-Community, weißt du? Und das werde ich erreichen, weißt du, meine? Das werde ich erreichen, Bruder. In 3 Jahren habe ich 1 Million Abos. In 3 Jahren, weißt du? Zweite Frage von ihm. Was wäre, wenn es kein Internet geben würde? Würdest du dir einen Namen machen? Würde sich eine Kongoleserin bewegen? Also, wenn es kein Internet gäbe, wie würde ich mir einen Namen machen? Also, mein ursprünglicher Weg war ja Kampfsport. Heißt, es wird dann wahrscheinlich im Sinne von Kampfsport der Fall sein. Bruder, sonst? Boah, wie Andrew Tate Casino aufmachen und einfach Casino-Anführer werden, weißt du? Irgendwie Casino-Chef, weißt du? Geld machen mit den Leiden anderer Menschen. Irgendwie sowas, Bruder. So, jetzt sind wir bei Saitama, Bruder, dem Schattenkönig, der Bundeskanzler von Deutschland. Der Bre fragt, was wäre, wenn du eine Chance hättest, Isekai-mäßig in die One Piece-Welt zu kommen? Das habe ich auch schon mal beantwortet, glaube ich. Aber Es ist so, es gibt wieder wirklich zwei Möglichkeiten. Entweder ich treffe durch Glück die Strohbande, würde mit denen dann gemeinsam aktuell kommen. Nein, anders. Scheiß mal drauf. Scheiß mal Strohbande. Ich würde selber eine Crew gründen. Und ich würde hoffen, dass ich eben eine gute Teufelsfrucht esse. Und ich hoffe, dass ich Haki lerne. Also ich weiß nicht wie, Bruder, und wer mir das beibringt. Aber irgendwie, ich würde versuchen, wie Luffy, weißt du, wie Luffy, gut zu sein zu Menschen, offen zu sein, charismatisch zu sein. Und dadurch kommen immer meistens Menschen auf mich zu. Auf jeden Fall werde ich ein eigener Kapitän, Bruder. Und irgendwie, ne, zu den schlimmsten Generationen gehören, weißt du. Ich wäre so auf Augenhöhe mit Luffy, Kid und Law und so, weißt du. Ich würde mit denen gemeinsam so konkurrieren um den Titel des Königs. Oder ich wäre so ein Pirat, Bruder, der rausgeht und dann von Marine direkt kaputt geballert wird. So. Und dann, weiß ich nicht, Digga, so ein Along, Bruder, tut seine komische Nase in meinen Mund rein. Oder mein After rein, Bro. In meinen Popoloch. Oder so ein Gab haut mich Knockout. So, die zweite Frage ist, was wäre, wenn die Zeit für jeden eine Woche stillstehen würde? Außer für dich. Und nach einer Woche geht die Zeit ganz normal weiter. Boah, was würde ich denn machen? Das ist ein bisschen langweilig, ja? Stell dir vor, die Zeit bleibt für jeden stehen, nur ich bewege mich in diesem Raum. Ich würde, glaube ich, einfach nur Manga lesen, Bruder. Anime gucken, Serien gucken.
Ich fühle mich sehr langweilen, weil jeder Mensch ist ja so in der gestoppten Zeit. So, so Sawardo, weißt du, von Dio. Ich fühle mich sehr langweilen, glaube ich, ja. Und währenddessen würde ich mal hier und da ein paar Videos machen, vorproduzieren, weißt du. Und dann, wenn die Zeit wieder läuft, hochladen so. Und trainieren natürlich, ne. Aber mehr auch nicht, was soll man machen? Okay, der Barkin. Der Barkin fragt, was wäre, wenn du auf einen Genie triffst, der dir drei Wünsche ermöglicht? Einen auf Aladdin. Ein Genie, der dir drei Wünsche ermöglicht, Bruder. Sehr gute Frage. Ich habe gerade sehr viel drüber nachgedacht. Und ihr müsst so sehen, sehr viele Dinge, die ich möchte, kann ich mir alle selber holen. Zum Beispiel viel Geld kann ich selber generieren, Erfolg kann ich selber generieren. So, das sind so persönliche Sachen, die ich selber holen möchte, die ich selber schaffen will. Aber ich würde sagen, so, der Genie kann mir 10.000 Euro geben, Bruder. Aber bin ich eigentlich zufrieden. Den Rest mache ich selbst. Die Millionen generiere ich selbst. Und Nummer 2 wäre auf jeden Fall Gesundheit für meine Mutter. Ne, dass meine Mutter auf jeden Fall sieht, ne, wie ihr Sohn im Laufe der Jahre sich hochgearbeitet hat und erfolgreich wurde. Und so, dass sie auch das alles genießen und wertschätzen kann, weißt du? Das ist mir sehr wichtig. Und Bruder, auf Platz 3, Bruder, Equipment. Kauf, die sollen mir neues Equipment wünschen. Alles neu, neues Handy, neue PC, alles, alles neu einfach. Irgendwie sowas. Aber den Rest will ich selber generieren, ja? Also ich will nicht, dass es mir 10 Millionen oder sowas gibt oder so. Ich will selber gucken, wie weit ich kommen kann. Ist natürlich sehr ehrgeizig von mir gedacht, aber so denke ich. So, weitere Frage. Was wäre, wenn du mit einer Anime-Kraft deiner Wahl aufstehen würdest aus dem Bett? Was würdest du als erstes mit der Fähigkeit machen? Mit einer Anime-Kraft meiner Wahl. Aber sag jetzt einfach mal die Teufelsfrucht von Marco, weil ich die extrem geil finde, hab die schon öfter erwähnt. Und ich würde damit fliegen, Bruder. Aber eigentlich, Son Gokus Teleportation ist besser. Das ist eine der praktischen Dinge, die es gibt. Du machst einfach nur so und dann bist du woanders. Das ist maximal praktisch. Ich denke also Son Gokus Teleport. Ganz einfach. Bruder, so Feuerscheiße und so braucht man eigentlich gar nicht. Was machst du damit denn echt? Willst du deine Lehre anzünden oder was? So, ein weiterer Bre fragt, was wäre, wenn Oda für immer mit One Piece aufhört, wie zum Beispiel aus gesundheitlichen Gründen wie bei Hunter Hunter und wir niemals One Piece erfahren? Bruder, ich spring von Brücke. Spaß. Bruder, ich lese einfach Kingdom und Ravages of Time, Bruder. Die beiden sind auf One Piece Level. So. Dann hört er auf, ich weine kurz und dann lese ich die beiden Manga weiter. So. So, Yeti fragt, Bruder, was wäre, wenn du die Chance bekommst, reich zu werden, dafür aber deine Leidenschaft aufgeben musst? Ich denke mal, mit Leidenschaft meinst du so Social Media und sowas. Das Ding ist, meine Leidenschaft ist eigentlich selbstständig sein, beziehungsweise Eigenverantwortlichkeit. Oder Eigenverantwortung. Das ist meine Leidenschaft. Und Social Media ist ein Weg, um das zu sein. So. Ja, weil ich bin mein eigener Boss, Anführungszeichen. So, ich mache alles, das ist mein Kanal. Ich entwickle meine eigene Kultur gerade. Aber ich will trotzdem reich werden. Weil im Endeffekt, wenn ich reich bin, Bruder, kann ich vielen Leuten helfen. Weißt du? So, weitere Frage, Bruder. Und zwar, was wäre, wenn du einen Death Note bekommst? Bruder, ich will das nicht benutzen. Bruder, im Death Note stand, wenn du es benutzt, wenn du stirbst, du kommst dann ins Nichts, in die Leere und so. Bruder, scheiß drauf, Bruder. Verbrennen, Obdachlosen vielleicht geben. Boah, wenn es Obdachlosen geben, wird der neue Kieler wahrscheinlich, ne? Stell dir vor, ich bin das random irgendein Obdachlosen in Duisburg und auf einmal, der wird der neue Kieler, der wird so Mastermind und so. Wäre aber interessant. Wäre aber interessant, da hätten wir Death Note in Real Life. Heißt also, ich will das Death Note irgendein Obdachlosen geben, Bruder, und mal gucken, was er macht. So, weitere Frage von BNS. Er fragt, was wäre, wenn morgen eine Zombie-Apokalypse ist? Wie wäre dein Matchplan? Bruder, eine Zombie-Apokalypse überleben ist mit einer der schwierigsten Sachen, die man tun kann. Ehrenlos sein, Menschen opfern, Bruder. Nur an die eigene Familie denken. Jeden radikal ballern, Bruder. Kaputt hauen. Wenn nicht sogar, ihr wisst schon, killen und so. Weil in so einer Zeit kann man nicht der Held sein, weißt du? Macht keinen Sinn, Helden zu spielen. Weil es werden viele Kriege geben unter Menschen. Viele werden versuchen, dein Essen zu klauen, deine Rationen zu klauen und so. Bloß, man muss nur aufpassen vor Zombies. Ich bin, glaube ich, ein richtig ehrenloser Mann, der nur an seine Familie denkt und alles für die macht und alles opfert, Digga. Ich glaube sowas. Und natürlich, wenn ich das Gefühl habe, dass jemand helfen kann, helfe ich, aber ich würde mich, sage ich mal, so weit wie möglich emotional distanzieren von Personen, weil das kann sehr gruselig werden. Seid zu ultimativ wieder. Die Michelle Mann und wir sehen uns im nächsten Video. Ja, mit dem schönsten Sensei Ultimate Michelle, Glocken, Like, Abo, Kommentar, Afrika, braucht Geld, Kingdom mehrfach aktuell, RAP.
arbeite wie ne Bitch. Jeden Tag live auf Twitch, nach dem Papa Bango Star. Ist euch unnormal dankbar, so kommt, schaltet ein und ihr werdet Ultimate. Kommt und seid dabei, ihr werdet Ultimate.